Der 10. Juli in Seveso ist staubig und heiß und normal. Da hat so mancher die Nase voll und hat doch keine Wahl. Entweder du gehst in die Fabrik, hast das Risiko und das Moos. Oder dir ist dein Leben lieb, dann bist du arbeitslos. Das ist die Welt von Seveso, 10 Stunden von hier entfernt. Alle Welt kennt heute Seveso, was haben wir draus gelernt? Da hängt eine weiße Wolke im Himmel von Seveso. Die kommt aus der La Roche-Chemie und fällt auf Seveso. Ein Giftstaub fällt vom Himmel auf Mensch und Frucht und Tier. Da ist der Tod von Vietnam auf einmal unser Bier. Da stirbt die Welt von Seveso, 10 Stunden von hier entfernt. Alle Welt schaut auf Seveso, was haben wir daraus gelernt? War doch gestern eine Stadt, die heißt heute Niemandsland. Das Leben wurde stillgelegt, der Boden wird verbrannt. Die Menschen stehen am Stacheldraht mit Trauer, Angst und Wut. Und wir fragen uns vor Fessenheim, wie lang geht das bei uns noch gut? Wie weit ist eigentlich Seveso? 10 Stunden von hier entfernt. Wir schauen erschrocken auf Seveso, was haben wir draus gelernt? Wir sehen die Frauen von Seveso nicht in Hoffnung, sondern Not. Wie werden ihre Kinder sein, bloß Krüppel oder tot? Der Erzbischof von Mailand treibt mit ihnen seinen Spott. Die Krüppel macht euch nicht La Roche, die Krüppel schenkt euch Gott. Das ist der Trost für Seveso und Gott ist weit entfernt. Der Bischof betet für Seveso, er hat ja sonst nichts gelernt. In Zürich der Boss von Hoffmann La Roche gewährt ein Interview. Er sagt, was soll denn das Geschrei wegen einer toten Kuh? Paar Hektar kaputt, paar Menschen krank, paar Krüppel vielleicht, na und? Ich stopf der Bagage in Seveso mit ein paar Lire den Mund. Damit wird die Akte Seveso von seinem Tisch entfernt. Der Boss zieht den Strich und das Seveso, der hat sein Geschäft gelernt. Da reden die Herren der Industrie vom Fortschritt und seinem Preis. Sie halten den Kurs auf Macht und Geld und halten die Weste weiß. Und gibt's Katastrophen und gibt's auch Krieg, für die ist das normal. Es geht nicht um uns aus Fleisch und Blut, es geht ums Kapital. Es geht auch nicht um Seveso, das ist doch ein kleiner Fisch. Und sowas fällt dann sowieso bei denen unterm Tisch. Ihr kennt die Geschichte von Markolsheim, kennt die Geschichte von Wiel. Da kämpfen sie 6 Jahre lang und manchem wurd's zu viel. Doch viele haben begriffen, so steht alles auf dem Spiel. Entweder das Leben oder Profit, das ist der Sinn von Wiel. Das ist der Sinn von Seveso, 10 Stunden von hier entfernt. Thank you.
sowieso.